Okay, das ist jetzt die zweite Aufnahme, die ich versuche. Also wenn ich ein bisschen fahrig oder schnell bin, bitte nehmt es mir nicht übel, ihr merkt nachher warum. Hallo ihr Lieben, heute geht's um Thomas schon wieder. Für alle, die immer noch nicht wissen, wer Thomas ist System Failure AD alias YouTube-Prediger. Ich habe halt ein Video zu seiner XY-Sexualität und hier und da und dann auch einen beigefummelt. Mittlerweile habe ich zwei Videos gemacht. Das hier wäre jetzt das dritte. Wenn ich noch ein viertes mache, dann mache ich noch ein viertes. Ich fühle mich nur jetzt erst recht dazu berufen, dieses Video zu Snickers Gamer G zu machen. Bitte fragt mich nicht, wie ihr auf den Namen gekommen ist. Ich nenne einfach weiter jetzt Snickers, Schokoboy oder wie auch immer. Also, Mars mit Nüssen hat es hinbekommen, zwei Videos zu machen zu Thomas und ich glaube, also ich verlinke euch die beiden Videos unten in der Beschreibung. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen K.O. von dem, was ihr nachher noch sehen werdet. Okay, ich habe zwei Hauptargumente gegen seine Videos. Erstens, seine Videos sind argumentativ gesehen Schrott. Das liegt nicht daran, dass er sich keine Gedanken darüber gemacht hat. Das liegt daran, dass er zu blöd oder zu faul zum Nachforschen ist. Zum einen benutzt er Argumente, die nicht zu Ende gedacht sind, oder halt Argumente, die nicht zu Ende geforscht sind, oder er benutzt Argumente, die vollkommen an der Logik vorbeigehen. Ein Beispiel dafür wäre, dass er halt sagt in einem seiner Videos: Ja, das ist doch keine Sexualisierung der Gesellschaft, wenn irgendwo auf einer auf so einem Werbeplakat ein bisschen nackte Haut ist. Doch. Dadurch, dass gezeigt wird, hey, hier, guck, nackte Frau, sagt der Mann, geil, Titten, und dann sieht er, hey, ich sollte mal wieder Damenschuhe kaufen, das sieht geil aus an der alten. Also, es wird mit sexuellen Grundreizen Geld gemacht. Das wäre jetzt eines der Argumente, wo er sich nicht zu Ende gedacht hat, was das überhaupt bedeutet. Das andere wäre, er sagt, in den USA dürfen wir Homosexuelle heiraten, in Deutschland auch, also wo ist das Problem? Das wie jetzt das Problem, es geht bei System Failure, aka Thomas, aka Prediger, nicht um die Anführungsstriche unten gleichgeschlechtliche Partnerschaft, Anführungsstriche oben, die wir in Deutschland momentan haben, sondern es geht um die Ehe. Das Wort Ehe, dieses Ganze in der Kirche rumstehen, der eine trägt den Anzug, der andere auch einen Anzug oder ein weißes Kleid, mir egal, was die da machen. Jedenfalls, die heiraten, dann Ringe austauschen, Segen Gottes, das Ganze für die Christen, Muslime, Juden und frag mich nicht, was noch all es für Hochzeitszeremonien in Deutschland gibt, die man legal machen darf. Jedenfalls geht es um diesen Titel, wir sind verheiratet. Das dürfen nämlich Homosexuelle nicht irgendwo hinschreiben, sondern wir leben in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Das heißt so viel wie pff. Zu den USA möchte ich sagen, jein. Ja, in einigen Staaten der USA dürfen gleichgeschlechtliche Leute heiraten. Das Blöde ist, was Hochzeiten angeht, ist die USA ja unzusammenhängend. Die USA ist im Grunde kein zusammengehängendes Land, sondern eigentlich mehr so ein Staatenteppich aus, ich glaube, 52 Staaten waren das. Und jeder Staat darf größtenteils selbst entscheiden, was er macht. Zum Beispiel wollte Texas schon mal irgendwelche alternativen Geschichtsbücher rausbringen. Und dasselbe gilt halt auch für die Ehe. Das heißt, in New York dürfen Homosexuelle in den öffentlichen Kirchen gleichgeschlechtlich heiraten. In Texas kommt man für homosexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit in den Knast. Und dazu zählt auch Händchen halten, knuddeln und küssen. Das heißt, wenn ihr mal durch die Gegend lauft in Texas und euren Lover dabei habt, steckt ihm bloß nicht die Zunge in den Hals und landet ihr im Knast. Ich verstehe zwar die Logik nicht, weil man sich bei einem Seifenbücken im Knast sowieso zwangsläufig. Okay, das geht wieder zu weit. Ich will nicht die große Zeit verschwenden.
Das wäre jetzt wieder so ein Beispiel für die Nachforschung, ist irgendwo auf halbem Ende stehen geblieben, hat gesehen, in New York darf man das, alles USA. Und wo halt nicht zu Ende gedacht wurde mit dem, ja, gleichgeschlechtliche Partnerschaft ist dasselbe wie Ehe, das passt wohl. Ich möchte jetzt nicht per se sagen, dass das Ganze großartig böse ist, aber ihr kriegt die Idee. Es ist halt argumentativ nicht vernünftig. Das Zweite, was ich hier beanstanden muss, neben der fehlerhaften Argumentation, ist, es wird sehr schnell sehr persönlich. Zum einen, weil er wieder eins dieser unheimlich geilen Argumente bringt, wo ich immer meinen Kopf gegen die Wand hauen will, wenn ich nicht schön verkalkt wäre und es Blutflecken gibt. Das Argument wäre, hätte Thomas was gegen Homosexuelle, hätte Snickers überhaupt, also hätte er nichts gegen Homosexuelle, sondern gegen Pädophile, hätte Snickers überhaupt nichts dagegen, weil Pädophile sind ja doof. Aber weil er ja was gegen Homosexuelle hat und nicht gegen Pädophile, ist er gegen Thomas. Das heißt, er hat was gegen die eine Minderheit, nicht gegen die andere Minderheit. Und darum ist er gegen Thomas. Das klappt irgendwie nicht. Entweder muss man sagen, man wendet dieselben Mechaniken auf alle an und nicht nach persönlichem Geschmack, damit das wenigstens halbwegs objektiv rüberkommt. Oder man sagt, es ist objektiv, ich meine das so und ich schreibe das als Kommentar dahin zwischen den ganzen anderen persönlichen Kommentaren. Aber ich mache kein eigenes Video zu dem Scheiß. Wenn man das so macht, wie zum Beispiel ich in meinem ewig langen Video zu seinem XY-Sexualitätsvideozeug und das auf rechtlicher Grundlage und gesellschaftlich und so weiter beleuchtet, dann kann man sowas mit reinnehmen. Wenn man einfach sagt, aber ich finde das doof, läuft nicht, sorry. Was noch sehr schnell persönlich ist, wurde, was aber nicht nur er hat, sondern zur Verteidigung, das hatten viele, auch bei den Kommentaren unter seinen Videos. Leute sind zu blöd zu unterscheiden zwischen der Meinung einer Person und der Person selbst. Nehmen wir mal jetzt als Beispiel unseren Thomas. Thomas hat zwar Meinungen, die ich nicht unterstützen kann. Von den Videos, die ich auf seinem alten Kanal und seinem jetzigen Kanal gesehen habe, kann ich bei vielen nur sagen, sehe ich komplett anders. Ich würde auch komplett andere Denkwege ansetzen. Aber auch wenn mir seine Meinung komplett gegen den Strich geht in vielen Bereichen, kann ich getrost sagen, hey, es ist seine Meinung und er verhält sich anständig. Er lässt Videoantworten zu, er löscht wenig bis keine Kommentare. Ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass er Kommentare gelöscht hätte. Er beleidigt nicht wild in der Gegend rum. Er hat sogar Snickers in der Kommentarsektion eingeladen, sein Video als Videoantwort zu posten. Also, er hat zumindest, was Argumentation angeht, ein halbwegs offenes Ohr, auch wenn er argumentativ vielleicht nicht so ganz mitkommt oder sich irgendwie. Also, selbst wenn er argumentativ irgendwo nicht so ganz mitkommt oder es irgendwo kleine Probleme gibt bei der Kommunikation oder fragt wenig was oder von seiner Meinung nicht abrücken will. Das hat keinen Einfluss darauf, was er für ein Mensch ist. Dass man gleich sagt, nö, ich mag dich nicht, weil du eine Meinung hast, die ich nicht habe, kann man auch gleich sagen, du kommst ins Lager, weil du Jude bist. Das war jetzt ein bisschen sehr drastisch ausgedrückt, aber es ist im Grunde dieses selbe Prinzip mit diesem, du hast eine andere Meinung, ich mag dich nicht. Das ist Schwachsinn. So, nachdem wir jetzt den Teil zu den Videos von ihm durchhaben, möchte ich euch ein kleines Geständnis machen. Ich habe, bevor ich dieses Video angefangen habe, schon mal meine Meinung offen ausgedrückt, indem ich ihm Kommentare geschrieben habe. Um genau zu sein, eins unter jedes Video. Und er hat geantwortet. Und darum war ich vorhin und bin immer noch so ein bisschen durch den Wind. Und jetzt zeige ich euch warum. Wir fangen an mit den Kommentaren unter seinem ersten Video. So, jetzt sind wir bei den Kommentaren unter dem ersten Video. Ich lese eben kurz meins vor und danach seins. Ich habe geschrieben, also mal sehen, du siehst die Würde eines Menschen dadurch, oh, ich habe da einen Schreibfehler, egal, eines Menschen dadurch verletzt, dass man eine Meinung zu einem Thema hat. Also verletzt meine Meinung zum Islam die Würde des Moslems, der nebenan wohnt.
Das nächste wären halt dieses besorgte Logik und Struktur oder halt die Schnauze, was ich hätte etwas deutlicher hätte schreiben sollen. Und jetzt kommt seine Antwort. Ich werde seine Antwort nicht wie bei mir abkürzen. Ich werde seine Antwort laut und deutlich, so gut ich es kann, vorlesen, ohne dabei brechen zu müssen. Ich habe was gegen Pädophile. Er schreibt Pädophile mit PEDO und dann halt wie im Englischen File. Ich habe was gegen Pädophile, aber leider er macht Homosexuelle fertig machen. Leerzeichen, Punkt. Kein Leerzeichen. Ich habe nichts gegen Religion. Leerzeichen, kein Leerzeichen. Ja, Leerzeichen, Punkt. Kein Leerzeichen. Pädophilität, das heißt Pädophilie, mein Freund, ist keine Religion oder bin ich blind und habe es in meinen Leben, bist du Buddhist, verschlafen. Ich habe mich weg, weil es keine Gründe mehr fuhr mein Grund, eine Video machen, weil er seine Hater schicke und dir, ja, wie du sagst, Mist erzählen. Ich möchte zu seiner Verteidigung sagen, es ist 14:45 Uhr morgens, das heißt, er hat das Ding wahrscheinlich so um 20 nach 3 Uhr morgens geschrieben, 20 nach 2 Uhr morgens geschrieben und schiebe es mal darauf, dass er gerade stinkbesoffen ist. Ich hoffe es. Ansonsten hoffe ich, ich kriege keine Kommentare von ihm unter diesem Video. Okay, was ich zu diesem Kommentar sagen möchte, ist: Wir sehen hier wieder, dass die Argumentationsfähigkeit knapp unter Null liegt. Ich differenziere ein bisschen auseinander und sage, ja, aber wenn man bei den Interessensgruppen sagt, Homosexuelle muss man unterstützen, aber Pädophile muss man scheiße finden. Und wenn man zu Homosexuellen eine schlechte Meinung hat, dann verletzt das die Würde der Homosexuellen. Muss man in derselben Logik auch sagen können, wenn ich eine Meinung zu irgendeiner Religion habe, zum Beispiel meine Meinung zum Islam, dass der Islam nicht die einzig wahre Religion ist, weil ich halt kein Moslem bin, würde das ja laut Snickers ihm seiner Meinung automatisch die Würde des Moslems verletzen. Auf diese Argumentation geht er nicht ein, weil er die Argumentation scheinbar nicht erkennt. Dass ich jetzt mal kreative Schreibweisen wie Pädophilität rauslasse, frage ich mich, welche Hater Thomas geschickt hat. Also, wenn er keine Video mehr machen braucht, weil Thomas seine Hater schicke, dann muss es ja irgendwo auch Hater-Kommentare geben. Heißt, entweder ist sein Postfach vollgemüllt mit "Ich bring dich um und deine Mutter und Pimmel in der Hölle"-Kommentaren, oder es gibt unsichtbare Kommentare unter diesem Video, weil ich habe die Kommentarsektion mal durchgeforstet. Ich habe keine Kommentare aller "Ey, du bist voll scheiße" und "Ey, Thomas hat voll den größeren Schniedel"-Kommentare gefunden. Also, die waren dann nicht. Das heißt, da kann man nicht von Hatern reden, nur weil Leute eine andere Meinung haben. So, das wäre jetzt das zu diesem Kommentar. Ich gehe jetzt mal zum nächsten, der den Göttern sei Dank etwas kürzer ist. Okay, kommen wir zu den Kommentaren unter dem zweiten Video. Ich habe geschrieben, ich mag den Typ auch nicht. Damit meinte ich, ich mag seine Meinung nicht, aber hey, ihr wisst ja, 500 Zeichen. Ficken, Huren, so ein Arschdreck kann man schlecht irgendwie zusammenfassen. Also, ich mag es auch nicht, aber man kann das auch ein. Es gibt diese komischen Dingers, Argumente. Das war jetzt lustigerweise das, was ich als erstes kommentiert habe. Und ich habe hier halt wieder dieses, was ich vorher schon erwähnt hatte, mit dem
Die USA darf man auch nicht unbedingt heiraten, weil man dafür zum Beispiel in Texas in den Knast kommt. Und wenn man Haut zeigt in ja, auf Werbefotos, ist das doch Sexualität, weil sexuelle Reize angesprochen werden und so weiter. Seine Reaktion auf diesen Kommentar war: Danke, ich habe. Danke, ich kann dich auch verstehen, aber ich mache nicht mehr sowas, was er macht. Ich blocke ihn und das braucht keine Mensch, Leute, die beschränktes Denne habe. Auch hier wieder Argumente komplett ignoriert. Das klingt bis nach Opferrolle, finde ich. Ihr seid jetzt alle sinnlos, ihr wollt gar nicht denken. Rumgeheule von irgendwelchen. Ja, das ist im Grunde, um jetzt wieder den Haken zur Beleidigung des Islam zu schlagen. Ich habe heute Lust dazu. Ich will ein bisschen Ärger bekommen. Also, um jetzt wieder den Haken zurückzuschlagen, das klingt genau wie bei Typen wie Sechuia. Ist überhaupt noch tätig? Ich weiß nicht. Also, bei Typen wie Sechuia, nur eine Wahrheit, wahres Christentum und wie die nicht alle heißen. Die dann Argumentation anfangen mit: Ja, Allah ist der einzige wahre Gott und ich kann es beweisen. Und dann entkräftet meine Argumente und sagen: Ja, du willst gar nicht glauben. Und darum habe ich jetzt gewonnen, weil du gar nicht glauben willst. Das klingt genauso wie hier. Da kommt es auch, man bringt dann Argumente, warum seine Argumentation Schwachsinn ist. Und dann kommt dann mit beschränktes Denken: Ihr wollt alle gar nicht, alles sind doof. Da kann ich mich auch hinstellen und sagen: In meinen Schuhen leben Elfen. Sagt mir, Leute, du bist doch bekloppt. Ihr wollt da gar nicht glauben. Und darum leben da trotzdem Elfen drin. So argumentieren Kinder. Das ist Schwachsinn. Der Fairness halber sei wieder gesagt: Es ist kurz vor 3 Uhr morgens und ich gehe davon aus, er ist stinkbesoffen. Ich hoffe es. Okay, mein Ratschlag wäre, wenn du nochmal irgendwann ein Video in die Richtung machen willst, Snickers. Bitte, bitte, bitte. Schreib dir vorher einen Text auf und lies den Text ab. Überleg genau, was du mit reinnimmst. Guck im Internet, guck in Büchern, guck, frag mich nicht wonach. Aber guck nach, bitte. Denkkommentare zu Ende. Zeig deinen Text irgendwelchen Bekannten, wie Eule das zum Beispiel macht. Damit du auch wirklich sehen, weil weißt, okay, da habe ich jetzt keine Doppelung drin, keine Fehler drin. Ich mache den Scheiß hier freie Schnauze, weil es mir kackegal ist, was Leute von meinen Videos halten. Ich mache es ja als Selbsttherapie, es ist billiger, als sich bei irgend so einem Spasti auf die Couch zu legen. Wenn du wirklich eine Meinung rüberbringen willst, bitte überleg dir vorher genau, wie du es ausdrücken willst. So, das wäre jetzt mein höchstwahrscheinlich erstes und letztes Video zu Snickers und ich hoffe, mein letztes, ja, eins meiner letzten Videos zu Thomas. Ich muss ja noch auf sein, was genau meint er mit, ich mag keinen Homosexuellen reagieren, aber ich hoffe mal, dass ich das große YouTube-politische in Anführungsstrichen jetzt erstmal gehabt hat und ich nicht alle 5 Minuten auf irgendwie ein Video antworten muss. Nur weil ich gerade gemerkt habe, hey, ich habe doch eine Meinung, die über Selbsttherapie hinausgeht. Also dann, das war's von mir. Gruß aus dem Norden, ciao, und ich gehe jetzt erstmal Faust lesen, das brauche ich jetzt.